Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Heute könnte die Lichtqualität etwas anders sein als sonst, denn es ist Abend und wir haben Herbst. Das heißt, ich sitze hier volle Lotte vor der Softbox. Normalerweise drehe ich ja samstags tagsüber, aber ich habe Post bekommen und zwar von Rebuy und ich dachte, ich packe mal mit euch aus und hoffe, dass es nicht so ein Desaster wird wie beim letzten Mal. Also drückt die Daumen und wir starten direkt. Ich blende euch dann auch immer ein, welchen Zustand ich bestellt habe und was ich dafür bezahlt habe. Ich habe kein Buch unter gut bestellt, wenn ich es richtig weiß. Sie waren auch alle nicht teuer, aber ihr wisst ja, ich habe so ein kleines Problem mit Leserinnen. Also ich bin gespannt, was mich erwartet. Hier guckt mich schon das erste Buch an und wir haben hier auch wieder Füllmaterial. Ich glaube, keins der Bücher wandert tatsächlich auf meinen Sub. Es sind alles Bücher, die ich schon gelesen habe. Und bestellt habe ich hauptsächlich wegen das Orchideenhaus. Das habe ich gerade aktuell verliehen. Und durch Corona treffe ich die Person halt einfach gerade nicht. Und Lena, Lukas, Heidi und ich, wir wollten das Buch gerne zusammen lesen. Und dann dachte ich, ach naja, dann kaufe ich es halt als E-Book. Ist ja nicht so schlimm, kostet ja bestimmt nur 3 Euro. Nee, das E-Book ist genauso teuer wie das Taschenbuch und dann habe ich gedacht, okay, dann kaufe ich es gebraucht. Wenn das dann so einen schlechten Zustand hat, dann ist es halt leider so. Aber dann kann ich gleich noch ein paar Bücher mitbestellen, die ich gerne hier hätte, die ich halt schon als E-Book mal gelesen habe oder nur gehört habe. So, als allererstes haben wir hier Helenas Geheimnis. Das hat auf jeden Fall Leserillen. Die habe ich schon erfüllt. Es ist auch hier ein bisschen angedetscht. Kann man es erkennen. Und auch hier. Ja, ansonsten, naja. Ich glaube, es hatte mal einen Wasserschaden, sehe ich hier gerade. Also sehr gut ist es nicht, aber ich glaube, ich habe nur 1 oder 2 Euro dafür bezahlt. Von daher wird es wohl hier bleiben. Ja, Helenas Geheimnis. Ich lese euch kurz den Klappentext vor. Ich habe zwar alle Bücher gelesen, aber ich kann mich an viele nicht mehr erinnern. Und ich glaube, Helenas Geheimnis ist gar nicht auf 2 Zeitebenen. Also es ist so eine Tagebuchgeschichte, aber das ist, glaube ich, nicht die Vergangenheit. Also nicht so, wie man es sonst kennt, da, keine Ahnung, 100 Jahre vorher. Aber wir lesen mal. Viele Jahre sind vergangen, seit Helena Beaumont als junge Frau einen wunderbaren Sommer auf Zypern verbracht und dort ihre erste große Liebe erlebt hat. Nun kehrt sie zum ersten Mal zurück in das schöne alte Haus, um dort mit ihrer Familie die Ferien zu verbringen. Unbeschwerte Tage sollen es werden und verträumte Stunden am Meer. Doch schon bei ihrer Ankunft empfindet Helena ein vages Unbehagen. Sie allein weiß, dass die Idylle bedroht ist. Denn es gibt Ereignisse in ihrer Vergangenheit, die sie ihrem Mann und ihren Kindern stets verschwiegen hat. Wie lange aber kann sie die Fassade der glücklichen Familie noch aufrechterhalten? Als sie dann plötzlich ihrer Jugendliebe Alexis gegenübersteht, ahnt sie, dass diese Begegnung erst der Anfang einer Verkettung von Ereignissen ist, die ihr aller Leben auf eine harte Bewährungsprobe stellt. Also wir bleiben hier quasi im Leben von Helena. Vielleicht werde ich das zu gegebener Zeit nochmal rereaden, wobei ich tatsächlich am Überlegen bin, ob ich das nicht zurückschicke, wenn das Zustand wie neu oder sehr gut war, weil das ist schon krass. Ich glaube, man hat es gerade schon an meinem Gesicht gesehen. Also, Glück ist, wenn man trotzdem liebt, sieht an sich schon gut aus. Ich weiß, diese Cover sind sehr anfällig, gerade hier an den Kanten, weil die Farbe da recht schnell abfärbt. Aber auch hier haben wir eine dicke Leserille. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Glück ist, wenn man trotzdem liebt, habe ich als Hörbuch gehört, so wie eigentlich alle Bücher von Petra Hülsmann. Und, oh, ich sehe gerade, es hat einen dicken gelben Fleck. Ja. Genau, die spielen alle in Hamburg, sind alle super witzig, also sehr humorvoll. Und hier geht es um Isabelle, die ihre Arbeit im Blumenladen liebt und ihre Daily Soap und das tägliche Mittagessen im Restaurant. Und dann wird, glaube ich, das Restaurant verkauft und sie findet den neuen Chef total schrecklich, weil er einfach Sachen kocht, die sie nicht mag.
Und dann lernt sie den Chef aber genauer kennen. Ich glaube, das ist so die Grundstory. Wie gesagt, die Bücher lese ich super gerne, wenn ich nicht so gute Laune habe, weil sie einfach lustig sind. Dann kommen wir zu dem guten Stück, weshalb ich überhaupt bestellt habe. Hier muss ich aber sagen, es ist eigentlich ein sehr guter Zustand. Hier hat man ein bisschen einen Knick, falls ihr das sehen könnt. Aber ansonsten ist das Tutti kompletti in Ordnung. Wobei, das möchte ich nicht sagen, ich hatte auch schon Lucinda Riley Hardcover-Bücher, in die dann zum Schluss reingemalt wurde mit Bleistift zwar, aber es war reingemalt. Ja, das Orchideenhaus war eins meiner allerersten Lucinda Riley-Bücher. Ich glaube, es war das erste ohnehin. Das habe ich damals in so einer Krabbelkiste gekauft und habe es dann meiner Mama gegeben und da ist es dann geblieben. Dann habe ich mir den zweiten Band, also das ist schon das dritte Exemplar, habe ich mir den nochmal gekauft. Den habe ich gerade verliehen und jetzt habe ich das hier. Wobei ich bei dem schönen Exemplar, glaube ich, sage zu meiner Freundin, sie darf es behalten und ich bleibe bei dem hier. Genau, das ist so eine typische auf zwei Zeitebenen Story und darum geht's. Als junges Mädchen verbrachte Julia Forrester jede freie Minute bei ihrem Großvater, einem bekannten Orchideenzüchter, im Gewächshaus von Worthen Park. Nach einem schweren Schicksalsschlag führt der Zufall Julia Jahre später noch einmal zu dem Anwesen zurück. Der jetzige Besitzer Kit Crawford überreicht Julia ein altes Tagebuch, das bei den Renovierungsarbeiten gefunden wurde und womöglich Julias Großvater gehörte. Als Julia ihre Großmutter Elise mit dem Tagebuch konfrontiert, drängt ein jahrelanges, gehütetes Familiengeheimnis ans Licht. Ein Geheimnis, das nun auch Julias Leben komplett verändern wird. Wie gesagt, ich freue mich total auf den Reread und bin gespannt, ob mir dieses Buch nochmal so gut gefallen wird wie beim ersten Mal. Okay, das ist krass. Da muss ich tatsächlich nachher nochmal nach dem Zustand gucken. Das würde mich echt interessieren, weil, wie gesagt, ich glaube, ich habe keins schlechter als gut bestellt und dann fände ich das schon echt krass. Hier hängt noch irgendein Papier dran. Ja. Also da bin ich ein bisschen traurig. Die Sturmrose habe ich auch schon gelesen von Corinna Buhmann. Ich glaube, das war sogar mein zweites Buch von ihr. Ja, genau, als allererstes habe ich die Schmetterlingsinsel gelesen. Das Ganze spielt zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges in der Ostsee. Und es geht um diese Sturmrose, das ist ein Schiff. Ja, weiß ich auch ehrlich gesagt nicht mehr. Der Klappentext gibt auch nicht so besonders viel her. Denn seit Jahren dümpelt die Sturmrose im Ostseewasser. Trotzdem ist Annabel Hansen hingerissen, als sie den alten Kutter zum ersten Mal sieht. Für sie bedeutet er die Hoffnung auf eine neue Zukunft. Doch das Schiff hat eine bewegte Geschichte, die mehr mit Annabels Leben zu tun hat, als sie ahnt. Ah, ich glaube, die hatte sich getrennt und zieht deswegen an die Ostsee. Ja, genau. Also sie ist an die Ostsee gezogen wegen einer Trennung, beziehungsweise sie möchte neu anfangen. Genau. Dann haben wir hier Corinna Buhmann Stern, Sturmherz, Kopfkino Edition. Ist hier ein bisschen abgeeckt, aber das ist ein Eselsohr. Okay, das kann mal passieren, das ist nicht so schlimm. Aber das hat hier eine Leserille. Ich frage mich immer, wie Leute das lesen. Machen die das wirklich so rundrum auf? Ich meine, wenn ich das doch so lese, was ja locker easy geht, dann mache ich doch da keine Leserille rein, oder? Corinna Buhmann Sturmherz gehört zu den Büchern, die ich tatsächlich noch nicht gelesen habe hier aus dem Karton. Ich glaube, das ist aber auch das einzigste Buch. Das einzige Buch. Ich gebe mir Mühe, Lady. Eine Freundin von mir macht, also erinnert mich immer daran, dass es einzig nicht gesteigert wird. Aber ich sage ganz oft einzigste. Und das ist falsch. Also das ist das einzige Buch, das ich aus diesem Karton noch nicht gelesen habe. Okay, darum geht's. Alexa Petri hat schon seit vielen Jahren ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter Cornelia. Doch nun liegt Cornelia im Koma und Alexa muss die Vormundschaft übernehmen. Sie findet einen Brief, der Cornelia in einem ganz neuen Licht erscheinen lässt. Als leidenschaftliche junge Frau in Hamburg der früheren 60er Jahre und als Leidtragende der schweren Sturmflutkatastrophe. Als ein alter Freund von Cornelia auftaucht, ergreift Alexa die Chance, sich vom Leben ihrer Mutter erzählen zu lassen, die sie schließlich auch verstehen und lieben lernt. Wobei ich gerade überlege, ob ich es nicht doch schon gelesen habe, ich es nur nicht mehr weiß. Ich werde mal querlesen, dann kann ich es euch vielleicht hier in die Kommentare, also hier noch mit einfügen. Aber ich. Eigentlich dachte ich, ich hätte es noch nicht gelesen. Aber vielleicht habe ich es doch gelesen.
Wow, ich wusste gar nicht, dass ich doch so viel bestellt habe. Habe ich irgendwie, ja, vergessen. Und ich glaube, das ist was tatsächlich neu. Das ist zwar ein bisschen vergilbt, aber ich glaube, das gute Stück wurde noch nie gelesen. Damit bin ich sehr zufrieden. Das italienische Mädchen ist mir als eins der eher schwächeren Bücher von Lucinda Riley im Kopf geblieben, aber ich möchte trotzdem alle Bücher hier haben, weil ich die einfach so schön finde. Und wie gesagt, das da ist ja definitiv echt ein Glücksgriff, da ist nichts dran. Gar nichts. Aber ich fand die Geschichte da nicht so gut und ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich auf zwei Zeitebenen spielt. Ich glaube nämlich, das ist einer der wenigen Romane, der nur auf einer Zeitebene erzählt wird. Ja, ich glaube, das ist so, dass die Hauptprotagonistin in Briefform erzählt, was passiert ist, und dann switcht man quasi um in das wirkliche Zeitalter, aber es gibt keine richtigen zwei Zeitstränge. Wenn ihr das noch besser wisst als ich, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin nämlich gerade total unsicher. Und dass ich die ganzen Lucinda Riley-Bücher, abgesehen von der Sieben-Schwestern-Reihe, gelesen habe, ist wirklich schon Jahre her. Darum geht's. Roberto Rossini ist in seiner Heimat Neapel bereits ein umschwärmter Star und schenkt dem schüchternen Mädchen, das bei einer Familienfeier singen soll, kaum Beachtung. Doch als die ersten Töne den Raum erfüllen, kann er seine Augen nicht mehr von Rosanna lassen. So rein und einzigartig ist diese Stimme. 6 Jahre später treffen Rosanna und Roberto in der Mailänder Scala wieder aufeinander und gemeinsam treten sie einen unvergleichlichen Siegeszug durch die Opernhäuser der Welt an. Doch ihre leidenschaftliche Liebe wird zu einer Obsession, die sie für alles um sie herum blind werden lässt. Witziger Funfact, das hat Lukas erzählt, das wusste ich gar nicht. Das Mädchen hier ist auf dem Cover vom Orchideenhaus, also auf dem englischen Cover des Orchideenhauses. Aber ich finde, es passt hier drauf viel besser. Wenn Schmetterlinge Loopings fliegen, da dachte ich ja als erstes, ist nicht so schlimm. Also es hat hier diese Abschabung, die irgendwie bei den Büchern leider normal sind, weil halt dieses Deckpapier nicht so dick ist. Aber es hat hier auch einen fiesen schwarzen Fleck. Könnt ihr den sehen oder ist das überlichtet hier? Naja, das ist auch ganz nett, das Buch. An das kann ich mich sogar relativ gut erinnern, nachdem ich jetzt so grob den Klapptext gelesen habe. Es geht nämlich um Caro und Caro soll eigentlich in die, ich glaube, ja genau, im gehobenen Management eines Fußballvereins anfangen. Das Ganze funktioniert aber nicht und sie wird mehr so zu einem Babysitter von einem Jungstar, der halt ja ständig betrunken Alkohol fährt. Nein, er fährt betrunken Auto. Er merkt, es ist zu später Stunde. Also er fährt betrunken Auto, hat ständig Weibergeschichten und so weiter. Und sie soll halt auf ihn aufpassen. Und der Vater ist so ein typischer Ruhrpottler, der bei, ich glaube, Opel gearbeitet hat. Und immer sagt, das kann doch gar nicht so schlimm sein. Der war doch bei der WM total toll. Alles wirklich auch wieder typisch urig und lustig. Und ja, eins meiner liebsten Bücher von Petra Hülsmann. Und deswegen musste ich es einfach auch haben. Und wie gesagt, der Zustand ist abgesehen von dem Schwarzen hier ganz okay. Vielleicht werde ich das ein bisschen mit Schmirgelpapier bearbeiten und bekomme es dann weg. Dann haben wir hier die Mitternachtsrose von Lucinda Riley. An das kann ich mich tatsächlich überhaupt nicht erinnern. Ich weiß, ich habe es gelesen, ich habe es nämlich auf dem Kindle gelesen, aber ich kann mich kaum dran erinnern. Also da muss ich euch auch den Klappentext vorlesen, weil da ist jegliche Erinnerung weg. Auch hier ordentliche Leserillen, ne? Ich weiß auch nicht, ob das einfach an dem Genre liegt. Oh. Hier ist so eine Karte drin mit einem Gewinnspiel. Und das Gewinnspiel ist am 30.09.2015 abgelaufen. Also das Buch ist schon was älter. Korrigiert mich, aber liegt es vielleicht am Genre, dass meine Bücher, die ich bestelle, immer Leserillen haben? Weil ich bestelle ja meistens Romane auf zwei Zeitebenen oder historische Romane gebraucht. Mich nervt es gerade, meine Kette krabbelt die ganze Zeit an dem Karton. Und die haben meistens Leserillen. So Jugend-Fantasy-Bücher sind meistens in besseren Zuständen. Ist es ein Problem der Genre-Leserin oder täusche ich mich? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich denke gerade an meine Mutter, die Bücher liest, indem sie sie komplett einmal umknickt. Also so, dass die beiden Deckel hier so zusammengeklickt sind. Ich möchte das nicht machen.
Das bricht mir mein Herz. Aber vielleicht ist das tatsächlich so ein Genreproblem. Kommen wir nun zum Klappentext. Innerlich aufgelöst kommt die amerikanische Schauspielerin Rebecca Bradley im englischen Dartmoor an, wo ein altes Herrenhaus als Kulisse für einen Film dient, der in den 1920er spielt. Vor ihrer Abreise hat die Nachricht von Rebeccas angeblicher Verlobung eine Hetzjagd der Medien auf die junge Frau ausgelöst. Doch in der Abgeschiedenheit von Asterbury Hall kommt Rebecca zur Ruhe. Als sie jedoch erkennt, dass die Lady Violet der Großmutter des Hausherrn frappierend ähnlich sieht, ist ihre Neugier geweckt. Dann taucht Ari Malek auf, ein junger Inder, den das Vermächtnis seiner Urgroßmutter Anahita nach Asterbury Hall geführt hat. Und gemeinsam kommen sie nicht nur Anahitas Geschichte auf die Spur, sondern auch dem dunklen Geheimnis, das wie ein Fluch über der Dynastie der Asterbury zu liegen scheint. Da kommt nichts. Bei den anderen Büchern hatte ich dann so Erinnerungsfetzen, aber da gar nicht. Null. Ich glaube, das muss ich nochmal lesen. Lena, wenn du das Video siehst und Lukas und ihr habt das Buch noch nicht gelesen, denkt an mich, vielleicht mache ich da nochmal mit. Lena und Lukas, also Lena vom Kanal Expecto Booktronum und Lukas vom Instagram-Kanal The Bee in Love is for Books, ich verlinke euch beide unten in der Infobox, lesen nämlich jeden Monat ein anderes Lucinda Riley Buch und ich klinke mich immer mal wieder so ein bisschen ein, wenn ich quasi sage, okay, das würde ich nochmal gerne rereaden und da wäre ich definitiv nochmal dabei, falls ihr es noch nicht gelesen habt. So, und zu aller guter Letzt haben wir hier nochmal ein Buch von Petra Hülsmann, das an sich auch wieder in einem tollen Zustand ist. Hier hat es ein bisschen Knick, das ist nicht so schlimm. Aber auch hier sieht man wieder, dass sich das so ein bisschen abgeschabt hat. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem dieser Bücher. So, jetzt stelle ich mal den Karton weg, der sitzt nämlich leer. Da muss ich euch nochmal kurz den Klappentext lesen, weil Hummeln im Herzen ist schon über 2 Jahre her, dass ich das gehört habe. Das war das erste Buch von Petra Hülsmann, das ich gelesen habe. Vor der Liebe darfst du dich nicht fertig machen lassen. Diesen weisen Rat hört Lena gleich mehrmals von Taxifahrer Knut. Aber leichter gesagt als getan. Wenn der Verlobte eine Niete und der Job wegen eines äußerst peinlichen Fehlers plötzlich der Ex-Job ist. Für Selbstmitleid bleibt Lena aber sowieso kaum Zeit. Ihr Leben muss dringend general überholt werden. Und außerdem zieht ausgerechnet sie als Ordnungsfanatikerin in die chaotische WG ihrer besten Freundin. Vor allem Mitbewohner Ben nervt. Der ist nämlich nicht nur unglaublich arrogant, sondern auch ein elender Womanizer. Umso irritierter ist Lena, als ihr Herz beim Gedanken an ihm immer öfters auffällige Aussätze hat. Jetzt kommt doch wieder ein bisschen Erinnerung. Diese Cover gab es ja auch schon mal, das war so grün und dann war da tatsächlich ein Hummel drauf. Ich finde die hier viel, viel schöner und ich glaube auch das werde ich nochmal hören, weil wie gesagt, Petra Hülsmann finde ich einfach grandios. Die sind super witzig und ich liebe ihre Bücher einfach. Tja, das war der Bücherstapel. Das war das Unpacking meiner Rebuy-Bestellung. Bis auf die 2 Bücher bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ihr könnt mir gerne mal eure Erfahrungen zu Rebuy und zu Medibobs in die Kommentare schreiben. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich mit beiden schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe. Dennoch versuche ich mein Glück immer wieder. Aber naja, ihr seht ja jetzt auch wieder, ich habe sehr gut bestellt und es kam nicht so toll an. Deshalb freue ich mich auf eure Meinung zu den beiden Portalen und wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen ganz, ganz tollen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.